Hallöchen, meine Lieben. Ich dachte, ich nehme euch ein bisschen bei einem Reading-Vlog mit, weil ihr das ja auch ganz gerne gerade seht, so Bücher-Content ein bisschen. Und irgendwie hatte ich deswegen voll Lust. Es ist Samstag in der Früh, also ist eigentlich gar nicht mehr früh, aber ich setze mich jetzt hin zum Lesen und ich beginne das Buch von Emily Henry. Um ehrlich zu sein, habe ich schon am Abend ein paar Seiten gelesen, also ist es nicht ganz am Anfang. Und ich wollte schon lange das Buch mal von ihr lesen, weil ich schon viel Gutes gehört habe und auch ein anderes Buch von ihr habe. Und ja, ich dachte, vielleicht freut ihr euch auch dann ein bisschen, dass ich euch bei so einem Lesen mitnehme, besonders auch wenn man so ins Lesen reinkommen möchte. Und vielleicht ist das auch immer die Motivation, dann sich mal hinzusetzen und ein paar Seiten zu lesen, anstatt am Handy zu scrollen oder auf YouTube oder auf Netflix zu sein, weil ich bin genauso und ich schaue auch ganz gerne von anderen YouTubern einfach Lesevlogs an, um selber in die Stimmung zu kommen und auch neue Bücher kennenzulernen. Ich habe mir gerade auch eine Tasse Matcha gemacht und ich bin passend wirklich grün, grün. Ich habe eine grüne Hose an. Meine Trinkflasche, die hier steht, ist auch grün. Also, das müsste eigentlich mein Buch noch grün sein, dann wäre das optimal. Aber ich nehme euch so über die nächsten paar Tage einfach mit. If the wind could spread your love, what if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Ich dachte, ich sage schon mal eine Kleinigkeit zu dem Buch, worum es denn generell geht. Ich habe mir auch hier den Klappentext nicht durchgelesen davor. Ich bin jetzt bei Seite 68. Die Hauptdarstellerin January, den Namen finde ich schon mal richtig interessant, ist Autorin und ihr Vater ist vor kurzem gestorben und hat herausgefunden, dass der Vater eine Affäre mit einer Frau hatte und ein Zweithaus hatte. Und in das Zweithaus ist sie jetzt gegangen, weil sie das bekommen hat, geerbt hat und möchte das Ganze aufräumen und ist dabei gerade einen Roman zu schreiben, hat aber eher eine Schreibeblockade und ja, ist gerade gar nicht in der Stimmung, Liebesromane zu schreiben, weil sie Liebesromanautorin ist. Und sie hat dort einen Nachbar, der ist auch Autor, Schriftsteller und so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, das waren Konkurrenten auf der Uni irgendwie. Sie ist nicht so gut auf ihn zu sprechen, ne? Und da bin ich jetzt gerade so an der Stelle. Also meine Vermutung ist natürlich, dass irgendwie später die vielleicht zusammenkommen oder sonst irgendwie was. Also ist ja meistens so bei Liebesromanen, zumindest hofft man immer darauf. Aber ich bin schon sehr gespannt. Also ich finde es sehr einfach bisher geschrieben zum Lesen und was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn es relativ kurze Kapitel sind. Also nicht, dass es so ewig viele Seiten sind für ein Kapitel, weil dann liest man immer noch mal eins eher und denkt so, okay, noch mal eins und noch mal eins. Zoe, was machst du da? Und was ich auch noch sagen wollte, so zum Lesen, vielleicht falls es dir ein bisschen hilft, ist einfach, also ich lese auch gerne auf dem Kindle oder jetzt sonst auch mit einem Buch, aber sich nicht unter Druck zu setzen, dass man jetzt für Ewigkeiten lesen muss, sondern ich setze mich auch manchmal nur hin und sage, 10 Minuten lese ich jetzt und dann kommt man schon viel schneller weiter, anstatt dass man sich den Druck setzt, okay, ich müsste jetzt für eine Stunde lesen oder für 2 Stunden. Und das ist teilweise ganz unrealistisch, besonders wenn man natürlich noch eine Arbeit nachgeht, einen Job hat, einen Haushalt und alles. Und ja, für mich ist einfach abends vorm Schlafengehen zu lesen, auch vielleicht am Morgen ein paar Seiten und am Wochenende einfach, aber ohne Druck und eher dann, weil man lesen möchte und nicht, weil man lesen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für sich Bücher finden, die man mag. Deswegen lese ich jetzt noch ein paar Seiten und dann mache ich auch was anderes und lese später weiter.
ich muss kurz eine Stelle mit euch aus dem Buch teilen. Und zwar lese ich das gerade einfach und ich dachte mir so, boah, das klingt so sehr wie eine Stelle aus einem Musikvideo von Taylor Swift. Und dann schreibt ihr einfach auch, das erinnert mich an dieses Taylor Swift-Video. Wie witzig einfach. Oh, ich liebe solche Easter Eggs und so References, vor allem wenn man selber auch ein Swiftie ist und sowas. Ja, also ich bin jetzt bei Seite 100 und lese jetzt weiter. Und der Schreibstil gefällt mir richtig, richtig gut. Also super einfach zu lesen und ich muss euch auch gleich noch ein kleines Update geben, so weil sich etwas rauskristallisiert hat, worum es jetzt letztendlich geht, weil ich hatte ja den Klappentext nicht gelesen und jetzt bin ich richtig hooked und freue mich, das weiterzulesen. Ein kleines Update zu dem Buch geben. Und zwar geht es darum, dass die Hauptprotagonistin, habe ich ja schon gesagt, dass die in das Haus gezogen ist von dem Vater der Geliebten, wo sie sich geteilt hat, ne, der gerade gestorben ist. Und ihr Nachbar ist ein alter Studienkollege, der auch Bücher schreibt. Und zwar aus einem anderen Genre. Und die sind sich früher auf der Uni schon mal begegnet. Und sind jetzt Nachbarn und sie ist nicht so gut auf ihn zu sprechen und da sind so ein paar, ja, Knistereien. Und auf jeden Fall haben sie einen Pakt geschlossen, weil beide gerade in einem Lese- und Schreibeloch sind und beide eigentlich gerne wieder ein Buch rausbringen wollen würden, beziehungsweise sie muss auch ein Buch schreiben, damit sie wieder Geld verdient und ja, ihr Verlag sitzt ihr auch im Nacken. Und deswegen machen sie einen Pakt, dass jeder ein Buch schreiben muss aus dem Genre des anderen. Also er muss Liebesromane schreiben und sie muss was Belletristik oder irgendwas Literarisches, weil er eher so Krimi-Sachen er schreibt. Auf jeden Fall gehen sie dann Recherchesachen an, sie nimmt ihn mit auf Dates und er nimmt sie mit auch auf Recherchesachen. Und ja, darum geht's gerade. Ich find's richtig cool bisher geschrieben. Also, das ist auch recht witzig. Manchmal muss ich echt so schmunzeln, weil da so Gespräche einfach so locker sind, die auch so meinen Humor widerspiegeln. Und ja, ich find's richtig cool zu lesen. Ich bin jetzt auf Seite 130. Also quasi schon ein Drittel und werde jetzt weiterlesen. Ich bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass es immer wieder so Zeitsprünge zurückgibt, also auch zu, ja, Erlebnissen, die sie hatte, weil es aus ihrer Perspektive geschrieben ist, was sie damals auf der Uni hatte oder ein Flashback zu ihrem Vater oder zu einer alten Beziehung und sowas. Und das finde ich auch richtig cool. Ja, ohne jetzt zu viel verraten zu haben. Genau. Und ich bin gespannt auch, was der Plot sein wird. Ich habe gerade das Buch fertig gelesen und ich glaube, ich gebe euch morgen bei besserem Licht ein besseres Feedback. Auf jeden Fall werde ich jetzt, glaube ich, noch kurz eine Poll auf Instagram machen, um zu fragen, welches Buch ich als nächstes lesen soll. Weil ich habe 3 zur Auswahl. Könnt ihr mir helfen bei der Entscheidung? Ja, ich freue mich jetzt gerade richtig, das fertig gelesen zu haben. Morgen ist nämlich auch Feiertag, deswegen war es jetzt für mich wichtig, das heute fertig gelesen zu haben, damit ich morgen rein theoretisch ein neues starten kann und ja, ich lese richtig gerne einfach am Abend vorm Schlafengehen. Auch wenn es jetzt, rein theoretisch würde ich jetzt, ja, langsam dann ins Bett gehen. Also es ist 20 nach 9, normalerweise gehe ich so um 9:30, 10 ins Bett. Aber jetzt, weil morgen Feiertag ist, könnte ich rein theoretisch weiterlesen. Aber ich glaube, das Buch muss ich erstmal noch verdauen und werde ich einfach was anschauen. Und wir sehen uns dann einfach mit dem nächsten Buch und dem Feedback.
Guten Morgen, ich bin gerade aufgewacht und habe mich so semi-ready für den Tag gemacht. Und bevor ich euch ein Feedback zu dem Buch geben möchte, möchte ich auch meinen Tag irgendwie mit dem Buch starten noch. Und ich habe gestern eine Instagram-Poll gemacht und ich dachte, ich schaue jetzt gemeinsam mit euch nach, welches Buch es geworden ist. Ich hatte drei zur Auswahl. Und zwar einmal Happy Place von Emily Henry, dann Daisy Jones and the Six, weil das wollen meine Freundinnen und ich, dass sie zu die Serie schauen. Und dann The Man I Never Met. Da fand ich das Cover richtig cool. Und gerade ist die Sonne rausgekommen und ich will mich damit auf den Balkon legen. Und heute ist Feiertag und so den Tag irgendwie ganz gemütlich starten. Deswegen bin ich jetzt richtig gespannt. Ich habe eine Vermutung, welches es sein wird. Also ziemlich sicher eigentlich Emily Henry. Ja, Emily Henry hat gewonnen. Die ganze Zeit draußen in der Hängematte, beziehungsweise liege in der Hängematte. Aber ich dachte, ich gebe euch noch ein kurzes kleines Update zu dem Buch, worum es geht. Also ich bin jetzt auf Seite 78 und es geht darum, dass Harriet in ein Ferienhaus fährt, um ihre Freunde zu sehen und die dort eine schöne Woche verbringen wollen und Zeit miteinander verbringen wollen, weil sie dort immer mit ihren Studienfreundinnen ist und mit ihrer Freundesclique. Hat aber eine Sache ihren Freundinnen verschwiegen, und zwar ist sie nicht mehr mit ihrem Verlobten zusammen, seit ein paar Monaten, ne? Und wie es das Schicksal will, ist der Verlobte auch in der Ferienwohnung, um mit den Freunden Zeit zu verbringen. Und eigentlich wollte sie es denen dort sagen, dass sie nicht mehr zusammen sind. Und jetzt haben zwei von ihren Freunden Nachrichten, dass das Haus leider verkauft wird und sie das nicht mehr als Ferienhaus verwenden können und nutzen können. Und die zweite Neuigkeit ist, dass die zwei Freunde heiraten werden. In dieser Woche noch. Und ja, Harriet und ihr Ex-Verlobter sind eigentlich nicht so happy mit der Situation dann natürlich und spielen jetzt erstmal noch ein verliebtes Paar vor, damit sie jetzt nicht die Woche kaputt machen und nicht ihre Freunde enttäuschen, weil sie seit 8 Jahren eigentlich zusammen sind und so das perfekte Paar sind. Und ja, es ist sehr spannend, wohin das jetzt führt. Sie müssen sich jetzt auch ein Zimmer zusammen teilen und ja, auf verliebtes Paar machen. Und ich finde den Schreibstil richtig, richtig gut. Also ich merke direkt noch eine Veränderung zu dem ersten Teil. Ich habe mir tatsächlich auch hier schon was markiert und normalerweise bin ich nicht so die Person, die sich Sachen unterkringelt und sowas. Aber allein die Sätze. Diese eine wilde Strähne rutscht immer wieder auf seine Stirn, als wäre sie mit einer unsichtbaren Schnur mit seinem schiefen Armeebogen verbunden. Ich finde, der Vergleich ist einfach so krass. Oder jedes Mal ist es, als schlüge seine Stimme eine zu straff gespannte Saite auf einem Klavier in meinem Bauch an. Und ich mag die Metaphern da richtig gerne. Also, ich habe heute Vormittag angefangen und wirklich seitdem lese ich. Und das ist so angenehm zu lesen. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Und freue mich so gerade in meine Emily Ich muss Henry-Zeit noch ein eins gucken. mini kurzes Update geben. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit weitergelesen. Und was richtig cool ist, hier sind gerade einfach ein paar Easter Eggs und References zu dem Buch, was ich davor gelesen hatte. Weil das davor, da ging es ja um zwei Autoren, die ja Bücher schreiben zu unterschiedlichen Genres und so weiter. Ich will gar nichts spoilern am Ende. Und hier sind die einfach auch in dem Bücherladen, wo sie dann das Buch von denen holen. Und irgendwie fand ich das gerade richtig cool, weil das noch so im Kopf ist, weil ich ja gerade erst das andere Buch zu Ende gelesen hatte und jetzt hier einfach so eine Reference ist. Und mir hat schon jemand gesagt, dass Emily Henry gerne Easter Eggs in ihren Büchern versteckt zu alten Büchern. Und ich bin die ganze Zeit schon gespannt, was ich dann so wiedererkenne zu dem vorherigen Buch. Und ja, das fand ich gerade richtig, richtig cool, so zu lesen. Und ich dachte, das gebe ich als kleines Update. Ich bin jetzt auf Seite. Oh shit, habe ich jetzt umgeblättert. Ah. Ich bin jetzt auf Seite 159 und ich muss sagen, mir gefällt es richtig, richtig gut. Also, ich habe einfach heute so viele Seiten gelesen und vielleicht schaffe ich es sogar noch bis Seite 200. Okay, meine Katze fängt an Schotten. Aber ich finde das Buch richtig, richtig gut und es liest sich so angenehm und ja, bisher sehr, sehr happy.
habe gerade das Buch fertig gelesen und ich habe keine Worte dafür. Ich habe das jetzt in 3 Tagen durchgelesen. Also wirklich, ich glaube, so schnell habe ich schon sehr, sehr lange kein Buch mehr durchgesuchtet. Und das hat 430 Seiten, 420 Seiten oder sowas. Und ich habe es geliebt. Also wirklich 5 Sterne. Ich finde es ein richtig schönes Buch über Freundschaft und Freundschaften, wie sich die über die Zeit entwickeln und nochmal einen schönen letzten Sommer zu haben, bevor das Haus verkauft worden ist. Und ja, man verändert sich auch mit der Zeit und da einfach mit umgehen zu können. Und ich will gar nicht zu viel verraten, kann ich wirklich empfehlen. Und davor hatte ich ja das Verliebt in deine schönste Seite auch von Emily Henry gelesen. Und falls man noch nicht im Emily Henry Game ist, finde ich es auch besser, wenn man als erstes ein älteres Buch von ihr gelesen hat und dann das hier, weil sich der Schreibstil nochmal deutlich verbessert und verändert. Und was ich auch witzig fand, in dem Buch war auch eine Reference zu dem Buch, also ist es irgendwie ganz cool, wenn man das schon gelesen hat. Und ich freue mich jetzt auch, andere Bücher von ihr zu lesen. Dem Ganzen würde ich jetzt 4 Sterne geben oder 4,2 und dem 5. Und ja, an dieser Stelle auch das Video beenden, ne? Beide haben mir richtig, richtig gut gefallen. Ich weiß, ich habe jetzt dazu kein richtiges Feedback gegeben. Fand ich auch am Ende mega gut, die Geschichte nochmal zu haben. Und ja, irgendwie habe ich nicht so damit gerechnet, was so letztendlich passiert ist. Man hatte immer Hoffnungen, wie Bücher ausgehen. Aber dieser Weg dorthin war wirklich sehr, sehr schön. Und dadurch, dass ich das jetzt ja gerade frisch fertig gelesen habe, bin ich wirklich noch auf Wolke 7. Deswegen kann ich sehr empfehlen. Und ja, falls du öfters mal Lust hast, so ein Reading-Vlog zu sehen, schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann kann ich das gerne mal angehen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.